Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Sondelfolge. Auf meinem Kanal für dieses Jahr die letzte Folge auf meinem Kanal, und ich sage es extra, weil wahrscheinlich im Januar keine Folge kommen wird, sondern wahrscheinlich erst im Februar wieder, weil es ja wirklich so langsam die Zeit ist, wo man keine Superstellen hat. Ja, viele Äcker sind mit Wintergerste belegt oder Wintergras. So auch mittlerweile die Hälfte unseres Kohlackers. Ja. Seht ihr hier, das ist komplett Wintergerste, genauso wie der Kartoffelacker da hinten ist auch Wintergerste. Und ja, den Rest Kohl hier, das Ganze werdet ihr auf unserem gemeinsamen Kanal sehen oder habt es schon mittlerweile gesehen. Ich weiß es nicht genau. Ja, da würde ich sagen, viel Spaß bei der Folge und wir sehen uns beim ersten Fund. So. Ja, ich hab's, glaube ich, schon gesehen, Freunde. Jawohl. Ich hab's gesehen, Freunde. Es ist ein Knopf. Es ist ein Knopf, Leute. Jawohl. Es ist ein Knopf. Könnt ihr hier sehen? Knopf, hier sind die Ösen noch. Bin mal gespannt, ob man was drauf erkennen kann. Müssen wir mal zu Hause gucken. Aber es ist ein Knopf, Freunde. Bis zum nächsten Fund. So, gucken wir mal. Oh, Freunde, es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Schaut sie euch an. Es ist eine Münze. Und guckt mal, wie die schimmert, Freunde. Guckt euch das mal an, wie die schimmert, Leute. Ich glaube, ich werde welk. Echt, ey. Boah, Leute, schaut es euch an. Und es ist keine Euro-Münze. Es ist definitiv keine Euro-Münze. Wenn ich wirklich, wirklich, ich kann es im Moment nicht sagen, aber es schimmert so geil golden, Leute, ja. Vielleicht ist das meine erste goldene. Das wäre Hammer, Leute. Das wäre der absolute Hammer, Freunde. Das wäre der Burner, Alter, wenn das wirklich eine Goldmünze wäre, Leute. Ihr seht wirklich, wie die golden schimmert, ja. Ich kann's, ihr seht's. Ich will da jetzt auch nicht zu viel dran gehen, weil nachher ist die Patina weg, wenn sie nicht schon ein bisschen weg ist. Wir schauen sie uns zu Hause an und wir sehen uns beim nächsten Fund. Jawoll, Alter. So, Freunde, nächstes Signal. Gucken wir mal erstmal hier drinnen. Also drin scheint es nicht mehr zu sein. Ich bezweifle aber, dass es hier draußen schon ist. Nee, es wird noch drin sein, Freunde. Es wird noch drin sein. Ja.
einfach zu schön gewesen. War bei 4, 5 Inch ungefähr. Es ist mehr hier am Rand, Freunde. Gucken wir mal. Vor allen Dingen, boah, was das ist, Freunde, das interessiert mich immer noch am meisten. Was das denn sein könnte hier. Gucken wir einfach mal. Die Ecke hier hinten ist richtig, richtig interessant. Beziehungsweise der Acker ist richtig interessant. Mehr kann man da nicht zu sagen, Freunde. Wir müssen doch noch mal graben, Freunde. Und doch noch mal ein Stückchen tiefer gehen. Vielleicht haben wir ja schon was Schönes hier rausgeholt. Man weiß es nicht so genau. Ach, Mann. So. Wir werden es gleich sehen. Das ist ein Stein. Ist immer noch hier drin. Wir nähern uns, Freunde, wir nähern uns. Wir sind fast da. Ich muss noch mal graben, Leute. Wir sehen uns gleich. Okay, Freunde, wir haben es draußen. Wir haben es draußen. Und was ist es? Es ist eine Nuss, Freunde. Es ist nur eine Nuss. Ihr könnt sie sehen, ja. Aber trotzdem cooler Fund. Machen wir weiter mit dem nächsten. So. Schauen wir mal. Scheint schon hier zu sein. Das ist, aber es sieht geil aus. Ich habe keine Ahnung, was es ist, Freunde. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Fund. Ihr seht natürlich alles später nochmal gereinigter. Ja, Leute, nächstes Signal war so ein bisschen auch so ein kleines Mischsignal. Jawohl.
gesagt noch keine Ahnung, wo das ist. Das Signal. Eigentlich ist es hier. Das ist nämlich das Problemchen hier. Ah. Jawoll, Leute. Ist es wirklich so? Jawoll. Nice, Freunde. Nice. Guckt es euch an. Münze. Da sitzt noch gut der Dreck drauf, ja, Freunde. Müssen wir mal zu Hause sauber machen. Dann schauen wir mal, sehen wir uns dann. Seht ihr das zusammen in der Fundzusammenfassung. So, Leute. Sagen wir, gucken mal. Das war ein wirklich schönes Top-Signal. Das hier im Boden war. Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Das ist mal ein Hammerfund. Das sieht mal geil aus, Freunde. Leider. Ihr könnt hier irgendwas mit Ahrtal lesen. Hier steht Ahrtal. Und hier könnt ihr noch irgendwelche Schriften lesen wie Ahrweiler, Maischloss, Neumar, Altahr. Das sieht mal nice aus, Freunde. Aber ich habe keine Ahnung. Eine Münze ist es sicherlich nicht. Und es wird irgendwie so eine Art Anhänger sein. Ja, das ist ein Anhänger. Weil hier oben war mal die Öse, beziehungsweise hier ist die Öse, Freunde. Da ist die Öse, könnt ihr sehen. Das war mal ein Anhänger, der jetzt in zwei ist, beziehungsweise was heißt in zwei ist. Er ist nur gefaltet, wie ihr sehen könnt. Man soll die Dinger ja nie so wirklich so auseinanderbrechen, beziehungsweise wieder versuchen gerade zu biegen. Weil das könnte nämlich nach hinten losgehen, Freunde. Das könnte nämlich dann alles beschädigen. Deswegen auf der Rückseite ist eh nicht viel drauf. Das ist eher auf der Vorderseite. Das ist ein schöner Anhänger, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Fund. Ja, Freunde. Neues Signal. Und bevor ihr fragt, ja, das ist hier wirklich Sand. Aber fragt mich bitte nicht, warum hier Sand auf dem Acker ist. Ich
kann es euch nicht beantworten, diese Fragen. Ah, Freunde, Mütze! Mütze, 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 Freunde! Guckt mal, Mütze! Die Patina ist auch noch gut erhalten. Ja, sieht top aus, das Teil. Sieht top aus. Gucken wir mal. Okay. Da kann ich jetzt gerade noch nichts erkennen. Ach, es ist wieder ein heller, Freunde. Ein heller ist es. Das kann ich erkennen. Gut. Ein heller, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir sehen es zusammengefasst nachher nochmal. Wir sehen uns später. So, ich würde sagen, Freunde, weiter geht's. Ich habe jetzt hier noch eine Bahn, die ich mir jetzt für heute noch rausnehme, nämlich diese Bahn hier. Zwischen dem Kohl rechts und links. Hier rechts ist, ja, das sind wahrscheinlich eh nur noch die Pflanzen. Der Kohl ist da wahrscheinlich schon weg. Hier links liegt mit Sicherheit noch Kohl drin. Ich bin mal gespannt, wann das hier alles weg ist, dass man hier auch mal komplett drüber gehen kann. Ich denke mal nächste Woche oder so. Da bin ich mal gespannt, was wir dann hier rausholen. Weil ich habe nämlich einen netten Tipp bekommen von einem Herrn, von einem Anwohner, der hier wohnt. Und der sagte, der Weg, der Feldweg, der hier ist, hier nebenan, wo wir immer hoch und runter laufen, der ging nicht früher hier, knickte die Straße nicht hier ab, sondern ging hier geradeaus drüber weiter, über die Autobahn, die war ja halt noch nicht da. So, und er hat auch einen Detektor. White's MX 3000, sagt er mir. Hat er im Moment aber zum Verkauf, weil er wohl keine Zeit mehr hat. Und er wollte immer mal hier auf den Acker drauf, hat er aber bisher nie wirklich geschafft. Ja, und ihr habt ja bisher gesehen, was wir hier alles Schönes gefunden haben. Und ich würde sagen, wir machen weiter für heute. Letzte Bahn hier. Schauen wir mal, war es das ja auch für uns für heute, beziehungsweise für dieses Jahr, für meinen Kanal, für Sonderfolgen. Und ihr seht, das Wetter ist bombig einfach nur. Ich könnte die Jacke auch ausziehen, ihr wisst ja, Vorproduktion. Ne? Und ja, alles Weitere habt ihr oder seht ihr noch auf unserem Kanal? Nein, ihr seht es nicht mehr auf unserem Kanal, weil ihr habt es schon gesehen, Freunde. Wir haben ja heute, eigentlich für euch ist der 27.12. meine ich, kommt diese Folge online. Und ja, dann habt ihr das schon gesehen auf unserem Kanal, wie wir hier alles abgerast haben. Und nächstes Jahr wird alles anders, Leute. Versprochen. Wir sehen uns gleich beim nächsten Fund. Ja, wir kommen hier schon zum ersten Signal, Freunde. Das ist direkt hier an, im Hügel, wo der Kohl noch sitzt. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Gucken wir mal. Habe, schreibt das auch bitte in die Kommentare, Freunde, damit ich das auch weiß. Ja. Aber es ist bewiesen, Leute, der Acker lohnt sich, Leute, der Acker lohnt sich. Also weiter jetzt.
neues Signal, Freunde. Ich habe mal wieder keine Ahnung oder kann auch keine Einschätzung geben, was mich jetzt hier erwarten könnte. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen, Freunde. Freunde. Gucken. Boah, ist ein Stüber, Freunde. Es ist ein Stüber, Freunde. 1784. Ein Viertel Stüber von 1784. Wahnsinn, Freunde. Wahnsinn, Leute. Echt. Der Hammer. Carsten macht das ja auch manchmal. Schöne Grüße an dich, Carsten. Spucke ein bisschen. Oder der Markus ja auch. Da ist ja nichts Verwerfliches dran an Spucke. Schaut's euch an. Guckt, Freunde, schaut mal. Stüber, ein Viertel Stüber. Hier die Rückseite. Hier könnt ihr sie erkennen. Ist noch super intakt, die Münze, Freunde. Ein Viertel Stüber, Wahnsinn, 1784. Der Hammer, Leute, echt. Vor allen Dingen, dass die so groß ist. Den Viertelstüber, den ich habe, der ist nämlich richtig, richtig klein. Und der ist jetzt schön groß. Naja, schauen wir uns zu Hause nochmal genauer an. Wir sehen uns beim nächsten Fund. Wir haben ein neues Signal, Freunde. Guck mal, was es sein könnte. Na. Wahrscheinlich komplett tot sein, Leute, aber die ist leicht wie Hölle, Freunde. Ich kann es euch nur sagen, und richtig, richtig dünn. Ich weiß, meine Finger sehen wieder schrecklich aus. Ich weiß nicht, ob man was drauf sehen kann. Nee. Keine Chance, Freunde, die ist platt. Wir sehen uns beim nächsten Foot. Es geht weiter, Leute. Signal. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist, aber wir müssen noch mal buddeln. Wir werden es jetzt sehen, Freunde. Wir
wir werden sehen, was es ist. Scheint aber noch nicht draußen zu sein. Da ist es. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, Freunde? Ich habe mal wieder keine Ahnung. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Wenn ihr vielleicht eine Ahnung habt, was wir hier haben. Sieht einfach nur aus wie ein Stück Rohr. Ja. Das ist natürlich von innen hohl. Ich weiß nicht, was es sein soll. Keine Ahnung, von innen ist es hohl, da sitzt jetzt nur noch der Dreck drin richtig fest. Mal schauen, wenn es sauber ist. Ja, Freunde der Nacht, ihr glaubt es echt nicht. Ich habe gerade das Loch wieder zugemacht, ja. Und wollte gerade wieder weiter drüber schwenken, hab mir gedacht, ja, ist eh nur Müll, das kleine Röhrchen da. Ja, scheiße, da sehe ich auf der Oberfläche eine Münze liegen. Ein Heller, Freunde, von 1800, ja, 19 sieht das aus. Die ist leider schon ziemlich massakriert. Die Rückseite sieht noch geil aus. Leider nur die Rückseite, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Rückseite sieht natürlich super aus, finde ich. Wir schauen uns das Ding mal an, wenn es sauber ist. Ab zum nächsten Fund. Nächste Signal, Freunde. Gucken wir mal. Bin mal gespannt. Wird er diesmal sagen, was das ist? Boah, Leute! Münze! Münze! Münze, Freunde! Herrlich, 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 Freunde. Einfach nur herrlich. Boah, die sieht doch noch gut aus, ey. Die sieht wirklich noch super aus, Freunde. Schaut es euch an. Bis auf natürlich die eine Seite, die ist leider platt. So wie das aussieht. Ah, Mann. Aber dann schauen wir uns alles zu Hause an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Freunde, meine Anzeige blinkt schon wieder. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch hier an dieser Stelle. Das war das letzte Signal für heute. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ein frohes Neues, beziehungsweise einen schönen Übergang, sagen wir mal so. Einen schönen Übergang ins Jahr 2018, Freunde. Kommt gesund und munter rein. Feiert nicht zu doll, trinkt nicht zu viel. Lasst es nicht zu doll knallen, Leute. Außer ihr wisst schon wo. Nein, Spaß beiseite. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns 2018 mit neuen Sonderfolgen wieder. Ich denke mal, wie schon gesagt, Ende Januar, vielleicht Februar erst. Ich muss mal gucken, Leute, wie es hier auf dem Acker weitergeht, Freunde, habt ihr schon gesehen. Ja, ich habe hier jetzt noch eine Reihe vor mir. Die filme ich jetzt ohne Kamera, ist ja denn jetzt noch ein super Fund dabei, wie letztes Mal. Aber das war's dann jetzt von mir. Macht's gut, haut da rein. Wir sehen uns nächstes Jahr mit Sonnenfolgen. Also, tschö und ciao, bis zum nächsten Jahr.